Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Halblife-Video. Es ist 8.30 Uhr und heute richtig spät. Das kommt aber daher, weil ich bis heute Morgen um 4 Uhr meine Videos geschnitten habe. Nämlich den Vlog noch von Kappadokien. Den war ich euch noch schuldig, weil wir ja so ein Ausfalltag hatten sozusagen, wo ich euch nicht mitnehmen konnte. Oh, guck mal, was ist das? Hat es geregnet heute Nacht? Wenn das der Fall ist, ein bisschen, das ist ein bisschen nass. Da brauche ich nicht gießen, weil ich bin total außer Plan, müssen es hier mal irgendwo hinsetzen. Ich komme zu nichts, also wirklich, ich schaffe weder meine Vlogs zu schneiden, noch schaffe ich meine beiden Parallelkanäle zu bearbeiten. Ich bin total raus, weil wir so viel hier immer zu tun haben. Ich zeige ja nicht alles, aber so einiges, und auch mein Internet hat heute Probleme gemacht heute Nacht. Also ich war sogar nach 4 Uhr erst fertig mit dem Schnitt. Ich glaube 4.30 Uhr oder so bin ich fertig gewesen mit meinem Videoschnitt der Vlogteile für heute. Das sind natürlich die schönsten gewesen und deswegen hat der Schnitt unheimlich lange gedauert. Ihr bekommt 5 Teile zu sehen heute. Schaut euch das unbedingt an. Jetzt beginnen die Ballonfahrten, beziehungsweise wir fahren ja nicht mit. Ich hatte euch oder werde euch erzählen, dass eine Ballonfahrt in Kappadokien ab 200 Euro beginnt. Das heißt, es ist richtig teuer, so viel Geld geben wir nicht aus. Und deswegen sind wir nicht mitgefahren. Und hätten wir aber tatsächlich auch ganz gern gemacht. Also wenn es nicht so teuer gewesen wäre, dann hätten wir das vielleicht sogar gemacht. Aber das ist uns das nicht wert. Dafür stecken wir das Geld lieber in die Reise, die wir jetzt noch vor uns haben. Auch da gibt es noch einiges. Ihr seht mich nicht so richtig, was wir jetzt geplant haben. Im Hintergrund laufen natürlich auch immer ein paar geschäftliche Sachen, von denen ich euch ja nicht erzähle, aber ja, das ist dann auch noch, was auch noch immer so dazu kommt, außerhalb von dem, was ihr immer so mitbekommt. Genau, meine Lieben, es ist alles sehr zeitintensiv und ich schaffe es kaum wirklich, meine Videos hochzuladen, und wenn dann das Internet spinnt, so wie heute, dann ja, dann hat die Mama wenig Schlaf. Ich habe wirklich also die ganze Nacht geschnitten, aber das war nicht schlimm. Und die Bilder, die ich da gesehen habe, waren wirklich wunderschön. Habt ihr den Vlog von gestern gesehen, wo mein Sohn an der Klippe stand? Wenn nicht, guckt euch das unbedingt. Die sind doch lebensmüde, nicht? Das ist doch nicht ganz, das ist doch nicht normal, was die da machen, ne? Diese Klippe, an der die da getanzt haben, das geht hunderte von Metern in die Tiefe. Das ist eine Klippe, wir stehen auf den Bergen, ne? Und die hampeln da rum, der eine ja, mein Großer, also mein Ältester, das ist nicht normal. Das ist, ja, aber ich bin das ja gewohnt, die Jungs sind sehr risikobedürftig und mein großer Sohn ist ja auf dem Bau, und wenn ihr wüsstet, was der alles schon für Geschichten erzählt hat, was da alles schon hätte passieren können und wo der überall rumkraxelt, dann ist das ja gar nichts gewesen für ihn. Naja, auf jeden Fall wird es auch heute sehr arbeitsintensiv weitergehen bezüglich unserer ganzen Vorhaben. Oh Leute, hier ist es wohl echt zu heiß. Wir werden heute, heute nicht, aber es beginnt morgen. Wir werden heute erst einmal einen Strandtag einlegen, damit wir dann auch gerüstet sind für die nächsten Geschichten, die wir vorhaben. Vielleicht mache ich da auch nochmal so ein extra Video drüber, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall geht es morgen wieder auf große Reise. Wir haben noch nicht gebucht tatsächlich, aber das werden wir dann machen. Ha, erzähle ich euch aber noch nicht. Tja, nein, vielleicht mache ich ein extra Video drüber oder keine Ahnung. Irgendwie kriegen wir das schön. Nein, ich kann auch nicht so viel, weil mein Internet ist so scheiße. Ich weiß auch noch nicht mal, ob ich mein Halblife-Video heute auf die Reihe bekomme, das hochlädt. Ich verstehe das nicht. Oder es liegt an YouTube, ne? Kann natürlich auch sein, dass YouTube da Probleme hat im Moment. Was ich hier sehe, nämlich auch nicht. Dass YouTube Probleme hat und deswegen ich die Dinger nicht hochkriege. Das kann doch nicht sein. Ich hatte die Probleme ja auch in Kappadokien, obwohl das Internet ja eigentlich funktioniert den Tag vorher, ne? Keine Ahnung. Gut, heute ist das Wetter hier in Alanya wieder richtig, richtig schön.
Guckt euch, der Himmel ist blau, es ist warm, es ist schwülwarm auch, fast wie im Hochsommer. Aber dieses Feeling ist weg hier. Hatte ich gestern, glaube ich, in meinem Vlog auch erzählt, aber den hatte ich relativ kurz gehalten von gestern, den Vlog. Weil auch wirklich, also ich will auch nicht immer so die Kamera drauf halten. Klar, ich mache das sehr viel, aber ich mache eigentlich weniger die Kamera auf uns, damit, ja, es ist halt. Ist halt Urlaub, ne? Da will ich dann auch nicht immer die Jungs und jedes Mal die Kamera zücken. Genau, wie gesagt, also hier ist es schön warm, aber das Flair ist raus, die Touristen sind weg. Abends ist es hier tot, ne? Also das ist so leise hier die Straße, als wäre da, das ist wie in Hamburg. Ja, hier ist nichts mehr los, keine Autos, die mehr langfahren, keine Kinder mehr, die auf der Straße spielen, nichts. Aber die Schule hat angefangen, die Kinder, die hier leben, gehen auch alle natürlich zur Schule. Dementsprechend ist sie tot. Oh, sie ist einfach nur tot abends. Ne? Also hier ist nichts mehr, auch keine Unterhaltung mehr von den anderen Leuten hier. Ne? Keiner sitzt mehr auf den Balkon, obwohl die ja alle noch da wohnen. Es ist wahrscheinlich auch denen zu kalt. Ich weiß nicht, aber es ist nicht kalt. Wir haben bis heute Morgen, was drin? Ich glaube, es ist 3 Uhr, haben die Jungs hier gesessen. Ich habe in meinem Schlafzimmer zwar geschnitten, bin dann auch noch mal ab und zu wieder raus. Ja, es ist eigentlich mal, im Moment ist es in der Nacht wieder richtig mild und eigentlich auch warm. Dafür schläft es sich besser, ist nicht ganz so warm in den Zimmern, weil es sich vielleicht nicht mehr so aufheizt. Ich weiß es nicht. Nee, also hier ist warm, gehen weiterhin stolz, marschieren wir weiter durch die Gegend. Warm und frieren nicht. Ja, mein Lieben, wie gesagt, ich habe noch einiges zu tun heute. Ich muss den Vlog von gestern jetzt noch einmal durchschneiden. Ich hoffe, dass das Internet jetzt ein bisschen an Fahrt gewinnt. Dann muss ich meine Videos schneiden, weil wir werden heute, genau daraufhin wollte ich zurückkommen, einen Strandtag machen hier in Alanya. Wir werden wahrscheinlich zum Cleopatra Beach fahren und werden da ja, heute den ganzen Tag dann höchstwahrscheinlich, vielleicht nicht den ganzen, aber zumindest ein paar Stunden verbringen. Die Jungs wollen ins Meer, wir waren ja noch nicht am Meer, sie wollen sich sonnen, sie wollen ein bisschen Strandfeeling haben. Und das werden wir heute dann wahrscheinlich machen. Ich habe eben noch eine Maschine reingemacht, eine Waschmaschine. Gestern habe ich die Wäsche der Jungs gewaschen, heute ist meine Geschichte dran, damit wir dann auch fresh morgen losfahren können. Aber ich sage euch nicht, nein, tue ich nicht. Und dann geht es wieder auf Fahrt. Bis Sonntag. Am Sonntag fahren die wieder. Am Sonntag fahren die wieder zurück, fliegen sie wieder zurück. Meinen Söhnen geht es wesentlich besser. Beide nehmen aber, das darf man auch nicht vergessen, weiterhin ihre Medikamente. Das heißt, sie nehmen jeden Tag morgens und abends ihre Schmerztabletten. Und dann kann man ja auch nichts fühlen, ne? Wenn du den ganzen Tag unter schmerzlindernden Einfluss stehst. Ja, ich hoffe. Mein einer Sohn, der Zahnschmerzen hatte, hat heute den letzten Antibiotikatag. Dann wird er sicherlich auch mit den Schmerzmitteln aufhören. Ich hoffe, dass das sein Zahn dann auch mitmacht. Meine Tochter hat sich das ja angeguckt, habe ich euch das erzählt. Meine Tochter hat sich die Zähne und die Röntgenaufnahme, die haben wir uns ja mitgeben lassen, angeschaut. Und der Zahn muss gezogen werden. Das ist ein Weisheitszahn hinten, der schief sitzt. Und da hat sie gesagt, das wird auf gar keinen Fall besser, der muss raus. Und schön wäre es gewesen, wenn sie dann zu ihr ins Krankenhaus hätte fahren können. Dann hätte man das in ihrer Mund-Gesichts-Kieferchirurgie hier schön professionell entfernen können. Ja, ne, leider arbeitet sie ja im Moment nicht, weil sie in Elternzeit ist. Aber der muss raus, sagt sie. Und in Hamburg muss er das sofort machen lassen. Eigentlich hat er das hier schon machen müssen. Deswegen nimmt er ja auch volle Pulle Schmerzmittel, weil sonst die Schmerzen auch wieder anfangen. Ne? Und der andere, dem geht es auch besser. Das muss man auf jeden Fall sagen. Auch der Schnupfen ist besser. Es löst sich alles so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ist es besser geworden. Er hat ja Dauerschnupfen gehabt. Das ist auf jeden Fall besser. Es geht ihm auch körperlich besser. Die nächste Tour, die wir morgen machen werden, haben wir natürlich auch für ihn mitgeplant, sodass wir nicht in die Berge müssen. Weil wir hatten auch einige Dinge geplant, die in die Berge gehen. Wir fahren einmal in die Berge, also einen Tag. Und das auch erst so gegen Mitte der Woche bis Mittwoch, Donnerstag wahrscheinlich oder Mittwoch vielleicht. Dann wird das sicherlich noch besser sein. Hoffe ich mit seiner Nasennebenhöhlenentzündung.
Ja, mein Lieben, ansonsten, wie gesagt, wir werden heute einen Strandtag einlegen mit dem Upload der Videos. Muss ich euch weiterhin um Entschuldigung bitten, auch die Parallelkanäle. Bitte bleibt weiter dran, aber ich kann im Moment nicht drehen. Ne? Das ist das Problem, ich kann für die beiden anderen Geschichten nicht drehen. Dafür habe ich überhaupt gar keine Zeit, geschweige denn, dass ich uploaden kann. Ich bin froh, wenn ich meine Vlogs hochkriege. Und diesbezüglich werde ich jetzt auch das Video beenden, weil es laden immer noch zwei Vlogteile von gestern hoch. Die haben es heute Nacht nicht geschafft. Muss man aber auch sagen, dass ich ja dass ich nicht nachts angefangen habe, sondern heute Morgen erst geuploadet habe. Das kann ja theoretisch auch nicht schneller gehen. Normalerweise laden meine Videos ja so ab 1 bin ich spätestens fertig, ja, mit dem Schnitt. Ja, das ist nicht so schön, aber ja, alles nicht so schlimm, kriegen wir schon hin. Ich bin gespannt, wie der Tag heute verläuft. Es ist, wie gesagt, wir haben hier über 30 Grad tagsüber und auch in der Nacht, habe ich geguckt, hatten wir 28 Grad. Als wir da saßen, hatten wir 28 Grad. Ja, die Jungs wollten gestern dieses Musikmacht-Ding anmachen, ne? Diese große Box-Geschichte, was gerade, das heißt, was man, diese Box, was man ans Handy anschließt, und da wollten die hier voll Action. Ich sag, was spinnt ihr? Die schlafen alle. Ist doch nicht normal. Naja, die sind aber dann alle noch nachts in dem Pool, haben noch gebadet, und dementsprechend müsste ich jetzt eigentlich wässern, weil das habe ich nicht gemacht. Weder gestern noch vorgestern habe ich meine Pflanzen gewässert. Der Gartenmensch war ja da. Hattet ihr, glaube ich, gestern schon gesehen. Er hat überall diese ganzen Bäume geschnitten und ich denke auch, dass er gewässert hat. Ich hatte ihm ja Bescheid gesagt. Aber ich hätte trotzdem ganz gern, dass die heute Morgen noch zumindest die vorderen Pflanzen hier ein bisschen Wasser bekommen. Aber ich muss eigentlich auch meine Videos einstellen. Wenn wir an den Strand gehen nachher, dann habe ich dafür gar keine Zeit, weil man sieht das am Strand nicht. Ne? Man sieht nichts, weil das so hell ist. Wir wollen uns aber eine Strandgeschichte mieten, also mit Liegen und mit Sonnenschirm, und dann vielleicht habe ich Glück, dass ich da ein bisschen besser sehen kann. Vielleicht kann ich da sogar schneiden. Vielleicht kann ich da sogar drehen. Wenn die Jungs im Wasser sind, dann lässt sich das alles ein bisschen besser machen. Und ja, mein Lieben, ich würde sagen, wir sind jetzt soweit durch. Bleibt auf jeden Fall dran. Es bleibt weiterhin lustig bei uns. Es wird weiterhin eine Menge unternommen werden. Ich zeige euch noch richtig tolle Sachen, wo wir hinfahren werden. Das ist geplant. Wenn das alles mit den Hotels und so klappt, dann werden wir das auch umsetzen. Bitte bleibt auch auf meiner Beauty Over 50 Kanal-Geschichte weiter dabei und auf meiner Finanzakademie. Ich kann im Moment nicht uploaden, aber es gibt eine Menge Videos, die ihr euch bis dahin angucken könnt. Es wird wieder die Spartipps geben, aber bitte habt Verständnis dafür, dass ich jetzt mit den Kindern hier die Zeit verbringe, dass wir ein bisschen was unternehmen, und wie gesagt, ja, auch die geschäftlichen Dinge, da muss ich auch dabei sein. Deswegen, ja, das ist, wie es ist, ne? Da hat man dann halt auch mal ab und zu eine Pause. Ich habe ja gerade erst angefangen mit den Spartipps und das war so schön, ich war so schön im Flow. Ja, aber dafür habe ich keine Zeit im Moment. Ich hoffe, dass wir das ab Sonntag wieder machen, aber wie gesagt, auch das ist alles noch in der Schwebe, ob ich noch hier bleibe oder nicht, ist fraglich, weil ich zurück muss. Ich muss kurz zurück, deswegen nach Deutschland. Deswegen weiß ich noch nicht genau wann, ne? Das müssen wir nochmal besprechen. Aber ihr kennt es ja, alles ist ja noch ganz lange hinten. Auch eine Woche ist das hin. In dieser einen Woche können wir alles noch planen, können wir alles noch besprechen, können wir alles noch managen. Das wird alles in letzter Minute bei uns gemacht. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen, werde mein Handy jetzt wieder hinlegen, damit es in Ruhe laden kann, damit es in hohe Ruhe uploaden kann. Wir werden sicherlich, wenn die Jungs aufgestanden sind, sofort runterfahren wieder zur Bäckerei. Wir haben nämlich unten in der Atatürkstraße eine schöne Bäckerei entdeckt. Und da ist mir ja mein Ding runtergefallen, hatte ich euch erzählt. Ich gehe in die Bäckerei rein, fange gerade an und zu gucken, wo wir was für ein Brot, und dann Peng macht das, aber mit einem Peng, und dann fliegen meine ganzen Kugeln durch die Gegend. Wir haben eine Menge eingesammelt, aber nicht alle, ne? Das Auge, ja, das ist immer, wenn das passiert. Das doof ist, meine teuren Turmalinsteine sind da ja drin. Ich glaube, ich habe nicht alle eingesammelt. Und zu Opa bin ich auch noch nicht gekommen. Ich wollte ja unbedingt noch mal runter nach Alanya und mir bei dem älteren Mann dort diese Armdinger kaufen. Das muss ich noch mal machen.
Und da müssen wir unbedingt noch mal hin heute. Vielleicht schaffen wir das ja, dass wir bevor wir zum Strand gehen. Nee, die haben aber erst abends, macht der Mann erst auf. Naja, irgendwie kriegen wir das irgendwie hin. Wir kommen auch nach unserer ganzen Ausflug- und Arbeitssache wieder nach Alanya kurz zurück. Das heißt, dann könnte ich da auch noch mal hin. Mit den Jungs vielleicht. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mitfahre mit ihnen. Oder ob ich noch mal erstmal hier bleibe. Ich habe da noch nicht mit meinem Mann drüber gesprochen. Ich muss das alles noch mal machen. Meine Lieben, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen richtig tollen Dienstag. Und wenn ihr nach Kappadokien fahrt, ich muss dieses Dorf unbedingt noch mal raussuchen, dann schreibe ich euch das hinter. Grüßt meine Hunde. Sagt mal, meine, oh nein, das ist so schön, wie die Hunde da gepflegt werden. Und es ist so scheiße, wie die Hunde manchmal auch hier behandelt werden. Ne? Wir waren gestern hier in dem Restaurant, hatte ich euch aufgenommen mit Pizza und dann kam da ein Hund, der war wirklich ein Kangal. Die sehen alle gleich, ich glaube, das sind Kangals alle hier, ja. Sehen alle aus wie so Kangal-Mischling, sehen alle gleich aus und er war abgemagert. Ja, und dann ging er in das Restaurant rein, da war ja der Brunnen, ich weiß nicht, ob ich das mit aufgenommen habe und der war voller Schaum und dann hat er das getrunken und dann ging er wieder weg, angstvoll, hat Angst natürlich auch vor denen, aber und dann ist er weg. Der war wirklich sehr, sehr mager und ich wollte ihm was zu fressen geben, aber da war er schon weg, als ich dann mein Essen bekommen habe. Ja, oh Mann, es ist so. Und die haben auch Angst, die Hunde. Man merkt das ja. Aber andererseits, ich meine, die können da auch nicht, wenn du den Hunde fütterst vor einem Restaurant, dann kommen die natürlich immer. Ja, ist ja logisch. Und dann belästigen sie auch die Touristen. Ja, es ist nicht jeder Hund ist nett. Und also es ist wirklich es sind zweigleisige Schwerten und das sind ja auch keine kleinen Hunde, Leute. Das sind riesige Oschis, die da rumlaufen, ne? Riesige Hunde. Aber wie die in Kappadokien das machen, das ist wirklich einmalig. Das ist wie so und so italienisch, wisst ihr, in diesem Knick in Kappadokien. Wenn ich Kappadokien sage, dann ist das immer eine Stadt. Ja, die mag ich gar nicht, die Stadt da. Also in dieser Innenstadt von Kappadokien, sondern ich meine dieses Dorf, wo wir waren, vor oder hinter, nach Kappadokien. Ich muss mal gucken, wie das hieß. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Da meine ich. Das ist so ein italienisches Flair, hatte ich euch ja gezeigt. Die sitzen draußen, die Menschen auch abends, obwohl wir es eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen. Wir waren nur einen Abend da um die Zeit. Die Hunde werden gefüttert, denen wird das Essen zugeschmissen. Und die sehen auch richtig glücklich aus. Wenn du da den Hund mitnimmst, diesen Struppelhund, das ist überhaupt nicht. Da würdest du wirklich dem Hund nichts Gutes tun. Der fühlt sich so wohl dort. Und die Hunde sind so integriert, auch die Großen, ja. Jeder hat seinen Platz, jeder darf überall schlafen, vor den Restaurants, in den Restaurants. Also da wird niemand weggejagt. Das ist so eine Gemeinschaft, so eine schöne. Ich habe mich ja auch mit dem wir haben uns mit dem Kioskbesitzer dort unterhalten, haben gefragt, ja, sagt er, die werden hier, das sind alle Straßenhunde und die sind so lieb, die laufen natürlich viel lieber hinter den Touristen hinterher, die Blonden und die Leute, die sie nicht kennen, weil sie wissen, dass sie da Futter bekommen, aber die sind sehr nett, das ist eine Gemeinschaft hier, die werden auch alle gefüttert, da kommen dann auch immer Leute, die sich um die Tiere kümmern, die sind auch ja alle gechippt, habe ich ja euch auch gezeigt. Und da, die sind hier integriert, sagt, die gehören hier dazu und jeder kümmert sich mal um die Tiere, ne? Tja, meine Lieben. Also, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen richtig tollen Tag und bis bald. Tschüss.